Hallo und herzlich willkommen zum Color Management Tutorial. Ich bin Michael Beredas und zeige heute, wie der digitale Workflow während der Bildbearbeitung eingehalten wird, damit Farben auf Monitor und Fotoabzügen identisch aussehen. Nun ist das Thema relativ komplex und füllt ganze Bücher. Aus diesem Grund zeige ich jetzt mal, wie ich Fotos mit präzisen Farben erhalte. Voraussetzung zur Einhaltung des digitalen Workflow ist es, dass zunächst einmal der Monitor richtig kalibriert ist. Damit sieht der Betrachter dann bereits korrekte Farben. Idealerweise hält sich auch der Druckdienstleister an die standardisierten Vorgaben. Ist das der Fall, sehen die Bildwerke auf Monitor und Abzügen gleich aus. Es gibt zahlreiche Arbeitsfarbräume. Die bekanntesten sind sicherlich Adobe RGB und sRGB. Um die Unterschiede mal zu veranschaulichen, so sieht meine Fotoaufnahme aus, wenn ich sie mit Adobe RGB fotografiere und somit sRGB. Adobe RGB ist also imstande, ein größeres Farbspektrum aufzunehmen und darzustellen. Voraussetzung für die Darstellung ist natürlich, dass der Monitor auch Adobe RGB unterstützt. Es macht keinen Sinn, eine Adobe RGB-Datei auf einem Monitor zu bearbeiten, der nur sRGB darstellen kann, weil gar nicht alle Farben der Originaldatei darauf abgebildet werden. Farben, die außerhalb des sRGB-Farbraums liegen, sind nicht zu sehen. Mein Tipp: Wer ein Display besitzt, das nur sRGB unterstützt, sollte seine Bildwerke auch nur in sRGB bearbeiten. Ich werde immer wieder gefragt, was genutzt werden soll, Adobe RGB oder sRGB. Unterstützt ein Monitor Adobe RGB zu 100%, empfehle ich die Nutzung beider Arbeitsfarbräume, also Adobe RGB und sRGB, und diese zielgerichtet einzusetzen. Zum Beispiel sRGB für Fotoabzüge, weil viele Fotolabore nur in sRGB printen. Beispielsweise sind das CW und Saal. Auch für die Präsentation auf der eigenen Website, im Onlineshop, Facebook und Instagram empfehle ich sRGB. Die meisten Nutzer sind dort mit Smartphones, Tablets und Notebooks unterwegs, die maximal sRGB darzustellen vermögen. Diese User bekommen meine Fotos auf diese Weise so zu sehen, wie ich es als Fotograf vorgesehen habe. Wer hingegen Magazine und Zeitungen beliefert, macht mit Adobe RGB alles richtig. Ebenso wer Fotos mit dem großen Adobe RGB Farbraum präsentieren kann, weil die Bildschirme dies hergeben, wie zum Beispiel der BenQ SB321C. Wer in Adobe RGB oder sRGB fotografieren möchte, beziehungsweise die Bilder am Monitor entsprechend bearbeitet, hat es recht einfach. Abgesehen vom größeren Farbspektrum, das Adobe RGB ermöglicht, sind die übrigen Parameter gleich. Das bedeutet Farbtemperatur 6500 Kelvin, Weißpunkt D65, Gamma 2.2. Damit werden alle Standards exakt eingehalten. Wer seinen Monitor kalibrieren möchte, nimmt dieselben Einstellungen vor, plus 120 Candela pro Quadratmeter für die Lichtausbeute. Die EQ Color Technologie wurde für präzise Farbwiedergabe entwickelt, damit Fotografen am Bildschirmarbeitsplatz sofort auf standardisierte Farbräume zugreifen können. Bereits ab Werk decken die Monitore der BenQ PhotoView Serie, beispielsweise Adobe RGB und sRGB, laut meinen Messungen zu 100% ab. Dank der Pantone & Kelman Zertifizierung ist also garantiert, dass akkurate Farben auf dem Display dargestellt werden. Pantone Farben werden originalgetreu reproduziert. Für die Gestaltung von Werbekatalogen, für Modeartikel, Verpackungen und Konsumgüter ist es sehr wichtig, dass die abgebildeten Produkte mit originalgetreuen Farben erscheinen. Damit fällt ein teurer Retourengrund schon einmal weg. Schauen wir uns das mal an. Meine Fotoaufnahme von Hamburg habe ich printen lassen. Abzug und Bildschirmdarstellung weisen einheitliche Farben aus. Doch was passiert, wenn der PC keine optimalen Farben ausgibt? Das bringt mich direkt zur Monitorkalibrierung. Ich demonstriere mal, wie ich die Hardwarekalibrierung an meinem BenQ SB321C durchführe. Zunächst benötige ich einen Sensor für die Messungen. Ich verwende von X-Rite einen iOne Pro 2. Gut eignen sich allerdings auch die günstigeren Modelle, zum Beispiel ein X-Rite iOne Display Pro und ein Data Color Spider X. Für die Hardware-Kalibrierung verwende ich die Software Palette Master Elements. Diese kann auf der Produktseite des Monitors kostenlos heruntergeladen werden. Nach der Installation wird ein Icon auf dem Desktop abgebildet. So, Palette Master Elements ist geöffnet und ich erkenne auch gleich, dass der BenQ SB321C erkannt wird. Ebenso wird der Spider X erkannt. Jetzt gehen wir auf Erweitert und starten die Messung.
Wir wollen nicht überprüfen, sondern profilieren. Also weiter. Hier werden jetzt alle Einstellungen vorgenommen, nämlich der Farbraum sRGB, weil ich einen Fotoabzug machen möchte. Dann der Weißpunkt D65, 120 Candler und Gamma 2.2 sind bereits voreingestellt. Also weiter. Das Ganze speichere ich diesmal nicht unter Kalibrierung 1, dort liegt bereits mein Adobe RGB-Profil, sondern unter Kalibrierung 2. Hier ist das ICC-Profil zu erkennen und wir nehmen ein großes Messfeld innerhalb der Matrixmessung. Wir sehen dann auch hier, dass die Anzahl der Messfelder sofort zunimmt und starten schon die Messung. Jetzt drücken wir auf Fortfahren und die Kalibrierung beginnt. Die Kalibrierung dauert rund 5 Minuten. Während meiner Abwesenheit werden alle Messungen durchgeführt. Wenn ich dann zurückkomme, ist bereits alles fertig. Ein Messprotokoll zeigt die Vorgaben und die Messergebnisse. So, inzwischen ist die Kalibrierung fertig und wir schauen uns mal den Kalibrierungsbericht an. Die gewünschte Leuchtdichte von 120 Candler wird hier punktgenau erreicht. Die Zielfarbtemperatur von 6505 Kelvin wird mit 6516 Kelvin nahezu punktgenau getroffen. Nach der Kalibrierung kontrolliere ich das Ergebnis mit einem Testbild. Dafür verwende ich diese Grautreppe. Sollte diese beispielsweise verfärbt aussehen, einfach die Kalibrierung wiederholen. Eine Kalibrierung führe ich vor jedem wichtigen Job durch, indem es auf ganz präzise Farben ankommt. Ansonsten erinnert der BenQ SW321C mich etwa alle 200 Stunden daran, dass ich ihn mal kontrollieren sollte. Zurück zur Bildbearbeitung. Auf dem BenQ kann ich nun alle gewünschten Farbeinstellungen vornehmen, bis das Foto so aussieht, wie ich es mir final vorstelle. Anschließend lasse ich die Datei im Fotolabor printen. Der fertige Abzug sieht genau so aus wie auf dem Monitor. Farben, Durchzeichnung und Verläufe entsprechen meiner Vorlage. Das ist das Ergebnis von Color Management, wenn alle am Arbeitsprozess beteiligten Personen den digitalen Workflow auch einhalten.